Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück auf Johnny Sins, beziehungsweise vielleicht auch irgendwann nicht mehr Johnny Sins. Ich habe jetzt auf Twitter gepostet, dass ich überlege, den Kanal umzubenennen in Johnny oder Johnny S. Meine Sorgen sind da, dass irgendwann ist der Johnny Sins vielleicht gar nicht, also der echte, für Leute, die ihn nicht kennen, googelt es lieber nicht, wenn eure Familie daneben sitzt, dass der irgendwann ankommt und sagt, na, das finde ich gar nicht so geil, weil wenn man jetzt auf YouTube Johnny Sins sucht, er hat ja auch einen eigenen Kanal mit 1,5 Millionen Abonnenten oder sowas, man findet ihn nicht mehr. Man findet nur noch meine Videos. Es ist eigentlich bescheuert, man findet nur noch Gaming-Videos von mir. Deshalb, ich weiß nicht, CX-Asiatic, das ist doch ein absoluter Oldschool-YouTuber. Bro, den faked auch heutzutage keiner. Habe ich ihn jetzt wirklich in meiner Lobby? Ich melde mich wieder zurück. 8 Tage ist es her, das Sonntagsvideo auf John Rage kam nicht. Controller, Maus und, ey, jetzt ist mit Maus und Tastatur raus. Oder? Wollen wir kurz CX-Asiatic? Ist er bei mir im Team, Gegnerteam? Ich sehe ihn nicht. Ist ja auch egal. Ich habe nichts hochgeladen auf John Rage, auf Johnny Sins nichts hochgeladen. Ich war wieder krank. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber ich war wieder krank. Ach, du ahnst es nicht. Ich war letzten Montag, heute ist Dienstag, wo ich das Video aufnehme, letzten Montag, letzte Woche, war ich im Club wieder feiern. Dienstag war noch alles okay. Mittwoch ging es mir anfänglich mies. Donnerstag komplett gehittet. Fieber, Halsschmerzen, Schnupfen, Ohrenschmerzen, Gliederschmerzen, alles am Start. Komplett 39,5 Fieber. Ich habe geschwitzt wie ein Wahnsinniger. Nachts aufgewacht. Es war absolut, absolut krank. Wirklich, ich dachte für einen Moment, Alter, das war's jetzt mit mir. Corona schien es wieder dann gewesen zu sein von allen Symptomen. Aber es war kein Corona. Ich habe jegliche Schnelltests gemacht. Ich habe PCR-Test gemacht, es war kein Corona. Es hat mich ein bisschen unsicher gemacht, was ist es denn jetzt? Weil ich war ja schon letztens krank und davor auch wieder krank. Also ich war ja wirklich jetzt oft krank. Und es hat mich ein bisschen verunsichert. Oh, mir, Digga, die bomben jetzt hier direkt. Ach du Scheiße, ich bin zurück. Ich habe auch jetzt halt deswegen ewig nicht mehr gezockt. Oh Gott, ganz komisch, einen Controller in der Hand zu halten. Und jetzt sind die letzten Tage, ich war natürlich beim Arzt und alles, oh mein Gott, direkt wieder alle Mütter massiert hier. Ich war beim Arzt, er meinte, ja, das passiert manchmal, Immunsystem ist nicht da, bei vielen wegen jetzt auch dieser langen Lockdown-Zeit, die wir jetzt die letzten Jahre hatten, dass da einfach das Immunsystem nicht auf der Höhe ist und schneller anschlägt und lange Partynächte mit viel Alkohol, vielen Leuten, das ist einfach dann manchmal so, dass man da dran ja, kaputt geht und krank wird. Aber irgendwie dachte ich mir, scheiße, ich brauche noch mehr Informationen. Ich brauche noch mehr. Und irgendwie ist mir dann aufgefallen, ich habe was Komisches auf der Zunge. Irgendwas war da auf der Zunge, was mir schon aufgefallen ist. Und dann dachte ich mir, das sieht nicht so aus, wie als wäre das normal und geplant. Dann habe ich ein Foto gemacht und das Foto Muas geschickt. Muas ist ja angehender Arzt, aber vor allem sein Vater ist Arzt. Und der hat dann das Bild seinem Vater geschickt und sein Vater meinte dann, das könnte eine Pilzinfektion sein. Ich also direkt nach der Ferndiagnose über dem Bild am Montag gestern zum HNO, zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gegangen, habe einfach bei Google einen gesucht. Super nett, oh mein Gott, ich glaube türkische Praxis, super nett, alle, der Arzt, ganz ruhig, ganz herzlich, ganz nett. Guckt sich die Zunge an und nach einer Sekunde, ja, Pilzinfektion. Fucking Pilzinfektion. Ich habe mir von irgendeiner Achi in dem Club, ich weiß nicht, ob es diesen Montag oder ein Clubabend davor war, weil ich war ja davor schon mal krank, habe ich mir eine fucking Pilzinfektion gezogen und lutsche jetzt hier dreimal am Tag diese Amphomoronal-Lutschtabletten. Gerade habe ich sogar auch eine im Mund. Schmeckt gar nicht so schlecht. Nervt aber langsam dieser Zitronengeschmack. Aber es fühlt sich gut an, denn jetzt, ich bin jetzt bei der vierten. Es sieht schon wirklich besser aus. Zudem hatte ich auch noch eine Rachenentzündung. Also ich war wirklich vollkommen weg. Vollkommen krank. Absolute Scheiße. Ich war heute jetzt auch einen Bluttest machen. Komplett großes Blutbild. Der hat mir gefühlt 3 Liter abgezapft.
Am Freitag kriege ich da die Informationen, ob auch mit den Blutwerten alles in Ordnung ist. Ich werde das Immunsystem jetzt aufpäppeln, gucken, wo ich auch Mangel habe, vielleicht Vitaminmangel. Und dann werde ich hoffentlich nicht alle 2 Wochen krank sein. Komm, jetzt her, du kleiner Hundesohn. Ja, raste ich aus, Alter. Komm weg schon wieder. Nur gestorben. Scheiße. Drecksmap. Kacke. Vanguard. Wo ist eigentlich die neue Season? Ich dachte, es gibt eine neue Season. Ist jetzt noch nicht so weit, oder wie? Ich habe irgendwas gesehen. Battle Pass. Neue Stufe oder irgendwie so. Oder ist es nur eine Ankündigung, dass morgen die neue Season kommt? Ich weiß ja gar nicht mehr, wann kommen die neuen Seasons, die Updates immer. Ich bin da ja wirklich vollkommen raus. Warzone-mäßig auch. Godzilla-Event oder sowas soll kommen. Ja, der Bot schult mich zurück. Arschloch, Alter. Hier so auf dem Kranken rumhacken. Jetzt ist Schluss! Ich hab so Halsschmerzen und Schluckbeschwerden wegen dieser Schwanzpilzinfektion. Es klingt auch so eklig. Digga, wirklich. Gottlos. Mach keinen Scheiß. Ey, kann ich euch jetzt auch noch die Story von dem Montagabend erzählen? Weil es war eigentlich eine lustige Club-Story. Ich habe euch ja erzählt gehabt, dass ich mich generell so ein bisschen mehr damit befasst habe und darüber interessiert habe, wie spricht man Mädels an, was gibt es da zu beachten, beziehungsweise sollte man da überhaupt was beachten. Und ich bin jetzt zur Lösung gekommen, man muss einfach Spaß haben und das Ganze nicht zu ernst nehmen. Man muss das Ganze auch, Tinder oder sowas, falls sowas macht, nehmt das nicht zu ernst, überlegt euch nicht 30 Jahre, oh, was schreibe ich jetzt für eine Nachricht? Albert rum, schreibt irgendeine Scheiße, schreibt irgendwas, was in euch in den Sinn kommt, was lustig ist. Macht nicht so eine wichtige Tourei dahinterher und das gleiche im Club. Habt Spaß, macht Jokes, seid am Start, fokussiert euch nicht zu sehr auf ein Mädel und seid offensiv. Alter, ich sterbe nur! Oh! Seid offensiv, traut euch einmal den Schritt zu machen und dann läuft es. Und Montag war echt lustig. Wir hatten sehr viel Spaß. Basti war auch am Start. Natürlich wieder gewesen. Und ich habe dann mit einem Mädel was... Ey, ist das so schlimm? Ich sterbe ja nur. Ich sterbe nur. Oh, ich habe gar nicht vermisst, dieses Hundesohn-Spiel. Dieses abgefuckte Nutten-Game, Digga. So ein scheiß Call of Duty. Krieg ich wirklich richtig schlechte Laune, Alter. Meine Fresse, ist das Spiel schlecht. Bah, Alter. So, dann tanze ich mit dem Mädel. Irgendwann, ich küsse sie einfach. Wir machen ein bisschen rum. Ich sag ihr, yo, wollen wir nicht zu mir nach Hause? Okay. Wir stehen vorm Taxi. Wir gehen raus, stehen vorm Taxi. Ich hab Taxi gerufen. Taxi kommt. Sie fragt mich so, ich bin ja nicht so eine, ich komm nur mit, wenn du meinen Namen noch weißt. Bruder. Ich wusste es nicht. Ich habe falschen Namen gesagt. Sie ist trotzdem eingestiegen. Also, wir gehen zu mir nach Hause. Jetzt kommt eine sehr persönliche und sehr unangenehme Story. Aber das passiert. Das passiert den Besten. Willkommen zur Sache, dies und jenes. Doch John bleibt schlaffi. John hat keinen Bock, Onkel John. Junior John hat keine Lust. Der wird nicht warm, der kommt nicht in Form. Digga, das war so unangenehm. Bruder. Bruder, das ist, ich habe so privat, glaube ich, noch nie geredet in einem Video, aber das war wirklich so irgendwie lustig. Aber es war auch unangenehm. Alter, das ist ja auch full confidential, also es ist ja, keiner weiß, über wen ich rede, Gott sei Dank. Würde ich auch niemals, um Gottes Willen, privat wird immer geschützt. Nur ich stelle mich hier hin und rede über mich. Auf jeden Fall, so Club ist so ein bisschen schwitzig, so sie hat auch ein bisschen gemüffelt so. Gehe ich zu ihr hin und meinst so, nimm's mir nicht übel, aber im Bad ist noch Deo. Ist sie ins Bad gegangen. Hat sich Dio gemacht. Bruder, aber es hat alles nichts geholfen. Onkel Johnny blieb schlaffi. Und jetzt habe ich eine Pilzinfektion. Lag mit Fieber im Bett. Eine Woche ist vergangen. Jetzt ist Dienstag. Und ich bin immer noch krank. Merke, ich bin noch nicht auf der Höhe.
Aber das passiert dem Besten, falls ihr irgendwelche Tipps habt auf Suff irgendwie, weil ich habe nicht keinen Bock, dass es nochmal passiert. Es ist schon unangenehm. Für sie ist es natürlich auch nicht angenehm so. Sie hat sich auch was Besseres vorgestellt. Und auch den Disrespect, dass sie so ein bisschen gerochen hat, das war auch nicht angenehm für sie. Aber für mich, das ist so eine unglaubliche Entmännlichung, ne? Wenn du eigentlich willst, aber du kannst nicht. Und bei Gott, ich habe in dem Moment gemerkt, Bro, ich kann machen, was ich will. Bruder, da geht gar nichts. Wirklich, als wär nix miteinander verbunden. Da war nichts. Ich war auch in dem Moment, ich war auch null in der Stimmung dann. Es hat mich alles angeekelt irgendwie. Und schreibt mir mal eure Erfahrungen dann in die Kommentare und ob ihr irgendwelche Tipps und Tricks am Start habt, wie man aus so einer Situation rauskommt, wie man es da doch zum dazu bringt, ohne jetzt großartig, klar, so Viagra oder sowas, keine Ahnung, ist ja rezeptpflichtig, würde ich jetzt auch nicht ohne weiteres nehmen wollen. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Eingriff in deine Hormonwelt, glaube ich, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht mit aus, aber was Pflanzliches, Bruder, pflanzlich, weiß nicht, ob das, da hat gar nichts verfunktioniert, da war nichts zu holen. Und ja, dann sind wir so halb schlafen gegangen und am Morgen ist sie dann gegangen. Ich habe auch seitdem nichts mehr von ihr gehört. Ist auch besser so. Muss auch wirklich nicht sein. Das war aber der Abend. Ich weiß nicht, ob es daher kam. Es kann. Vielleicht hatte ich es schon vorher und jetzt hat sie auch eine Pilze. Digga, ist so gottlos. Es ist gottlos. Ich hoffe es nicht. Auf gar keinen Fall. Wieso sollte ich es hoffen? Die Arme. Aber. Ja, deshalb war ich nicht da. Ich habe sogar tatsächlich, komm her, ja, beide hole ich euch, ihr seid, ich habe verhängt wie ein Bastard. Er war so schlecht. Endlich mal eine gute Map. Ich habe tatsächlich echt einige Videos auf der Platte, ich kann euch mal ein bisschen updaten. Ich habe noch eine Apex-Session mit Basti auf der Platte, was ein geiles Video wird. Ich habe eine Blackout-Session mit Basti, was ein geiles Video wird. Ich habe, haltet euch fest, ein Fashion-Pack-Opening aufgenommen. Unter anderem mit Hose, Jacke, Schuhe, Uhr. Parfum. Alles ist am Start gewesen. Das habe ich noch. Das wird wahrscheinlich 30 Minuten oder sowas. Also die Raw-Aufnahme war locker eine Stunde oder so. Oh Gott. Na, huch. Habe ich noch was auf der Platte? Noch was ready? Ah ja, Vita-Raid. Ich will ein Vita-Raid-Review machen. War schon ein Kollegen. Das war dann am Mittwoch, wo ich krank wurde. Wo ich dann gemerkt habe, meine Kraft schwindet. Da war ich mit einem Kollegen in drei verschiedenen Rewes mit Kamera und haben es gesucht, haben es nicht gefunden. Ich will so ein kleines Review machen zu den Vita-Welt-Geschmäcken von, wie hießen sie, Willi, Sydney und Eli Geller. Da brauche ich jetzt aber noch die Flaschen und dann das finale Review-Video. Das kommt alles noch, Leute. Freut ihr euch? Ich werde mich jetzt auf jeden Fall nicht die Tage ransetzen, soweit das mein Gesundheitszustand ja, klar macht. Und das Schneiden, dazu war ich wirklich, Alter, Gameplay-technisch, dazu war ich wirklich nicht in der Lage, auch John Rage, auch wenn ich ein Placement hatte für Sonntag, war John Rage nicht möglich, das Placement ist noch nicht geplatzt, ich glaube, ich habe noch 4 Tage Zeit, da muss ich mich ransetzen, ihr kennt es alle, ihr liebt es alle, Rage Shadow Legends ist wieder auf mich zugekommen, 45 Sekunden gebucht auf John Rage, freue ich mich sehr, dass, kommt somit also auch noch die Woche auf John Rage. Ey! Und ich habe Vanguard nicht vermisst, Leute. Was zockt ihr aktuell? Zockt ihr überhaupt? Oder genießt ihr das gute Wetter? Das Wetter wird immer besser. Gerade wenn ich rausgucke, blauer Himmel, Sonne. Wie viel Grad sind es in Berlin? 20 Grad oder sowas? Ich schwitze auch schon wieder. Ich bin auch ein bisschen zu warm. Ich bin heute auch zum Dock mit langer Unterhose, 2 Paar Socken, Schal, Winterjacke. Oh, ich bin vollkommen Overkill. 18 Grad gerade in Berlin. Ist schon schön. Ist schon schönes Wetter. Kann man sich auf jeden Fall nicht. Kann man sich nicht beschweren. Ich ziehe jetzt hier gerade gefühlt. Bro, ich krieg so Aggression. Wir müssen noch einmal probieren, die Streaks zu reißen. Dann. Ja. Komm.
Digga, nein, nein, kein Bock auf Streaks. Leute, wir machen Schluss. Ich leg mich wieder in die Eistonne, wollte ich sagen. Ich leg mich wieder auf die Couch. Heute Abend Champions League Real Madrid gegen Manchester City. Hala Madrid. Ich hoffe, sie machen es. Ich hoffe so sehr. Real macht ein gutes Hinspiel. Ich weiß gar nicht, wo sie spielen. Morgen dann Villarreal, Liverpool. Ist nicht ganz so geil, aber Champions League ist am Start. Wochenende hat Hertha gewonnen gegen Union. Gott sei Dank, gegen Union sei ich schon. Wahrscheinlich gegen Union gewonnen. Gegen, wie hießen sie? Stuttgart im Abstiegskampf. Bayern ist Meister geworden. Gratulation. Ich bin raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich die Tage wieder bei den besagten Videos und auch weiteren Videos, die ich natürlich wieder alle neu aufnehmen werde. Die Energie kommt so langsam zurück. Die Wohnung sieht auch immer noch aus wie Sau, weil ich habe bei Fieber keinen Meter gerührt, nichts gemacht. Ich bin raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao. Ciao. Psch, ciao.